Für VICAS-Anwender gibt es natürlich hier auch entsprechend eine Schulung als Webinar, VICAS-Grundeinrichtung. Dort spielt dann auch eine große Rolle die Verbindung des VICAS mit der Kalkulation. So, am längsten dauert noch das Erzeugen der vier Ansichten in der 3D mit Tageslichtberechnung. Alles andere sollte sehr schnell über die Bühne gehen. Ist der Export abgeschlossen, klappe ich die Anwendung nach unten, öffne in meinem VI Manager das VICAS. Hier oben sehen wir, welche Instanz die momentan geöffnete Instanz ist. Ich habe hier eine Instanz massiv Beispiele. Diese Instanz bekommt jeder VICAS-Anwender von uns mitgeliefert. In dieser Instanz befinden sich 84 Beispielhäuser, die Sie verwenden können, um einfach mal verschiedene Funktionalitäten hier in dem CAS auszuprobieren. Man könnte, wenn man mehrere solcher Instanzen verwendet, hier auch dann zu einer anderen Instanz wechseln. Als nächstes melden wir uns an der Systemsteuerung an mit CAS-Admin Passwort Zeus. Und haben hier unter Bearbeiten Zugriff auf die Planung, die in dieser Datei, in dieser Instanz enthalten sind. Und neu exportierte Projekte erkennen wir sofort an diesem Sternchen. Die Grunddaten, die wir dann auch später für die Suche verwenden können, die können wir hier an der Stelle von Hand eingeben. Alternativ gibt es die Möglichkeit, wenn Sie die Kalkulation verwenden und eingerichtet haben, dass man über die automatische Berechnung diese Dinge auch automatisch hier eintragen lässt. Ich mache es jetzt einfach mal von Hand. Abmessung, Hauslänge 10 Meter, Hausbreite 8 Meter, Architekturstil klassisch, Dachkomplexität simpel, Keller vorhanden. Satteldach, 38 Grad Dachneigung, 1,40 Meter Kniestock, anderthalb geschossig. Grundfläche, Wohnfläche wird aus der Planung übernommen. Preise könnte man hier eintragen. Die Dokumente, das sind die Bilder, die er automatisch erzeugt hat, ja, sowohl für die 2D-Ansichten als auch für die 3D. Hier sehen Sie dann auch die entsprechenden PDF-Dokumente und Sie haben die Möglichkeit, hier natürlich auch Dokumente zu löschen oder auch eigene Dateien hinzuzufügen. Die Raumaufteilung kommt aus der Planung, dort müssen wir nichts ergänzen. Architekturmerkmale wäre vielleicht, dass wir sagen, gut, wir haben einen Keller, wir haben einen Anbau, einen Giebel, Gaube haben wir nicht. Okay. Nachdem alles eingetragen ist, können wir auf Übernehmen klicken. Wir können eine Hausserie anlegen mit mehreren Planungsvarianten. Und fertig ist der Eintrag. Dann schließen wir diese Maske und könnten jetzt über die Suchfunktion alle Häuser suchen mit einem Kniestock von 1,40 m. Gut, das sind in dem Fall relativ viele.
Wir könnten aber die Suche weiter einschränken. Wir könnten sagen, such mir alle Häuser, die einen Anbau haben. Und da sehen wir, ist jetzt hier in der Liste, neben den mitgelieferten Beispielplänen, auch unser Einfamilienhaus Schulung. Alle Hausgrunddaten, die wir gerade eingetragen haben, werden auch hier nochmal aufgeführt. Wie gesagt, es besteht die Möglichkeit, diese Informationen auch aus der Kalkulation zu importieren. Und jetzt mache ich einfach einen Doppelklick auf den gefundenen Eintrag und habe hier alle Präsentationsmöglichkeiten für meine Ansichten, 2D-Ansichten, Wohnflächenberechnung, Grundrisse. Und könnte natürlich jetzt hier auch in dem VICAS ein Exposé ausdrucken. Es gibt hier unten die Möglichkeit, die Interessentendaten zu erfassen. Dann gibt es das Drucker-Icon und wir haben die Möglichkeit hier das Exposé als PDF auszugeben. Das heißt, A4-Blätter mit allen Grundrissen, Ansichten, mit ihrem Firmenlogo. Das lässt sich alles in dem CAS natürlich entsprechend noch hinterlegen. Alle 3D-Perspektiven. Und natürlich dann auch das Raumbuch. Also eine schöne Oberfläche, um zum einen gezielt dem Interessenten Grundrissvorschläge zu unterbreiten, ohne immer gleich ein neues Projekt anlegen zu müssen. Zum anderen natürlich auch eine schöne Möglichkeit, zu bestehenden Plänen in Zusammenhang mit den Interessentendaten einfach hier unten ein Exposé auszudrucken.